Guten Morgen, es ist Sonntag früh, 8:10 Uhr. Ich treffe mich gleich mit Peter und wir machen eine kleine Tour übers Schweinstal, dann Hohenecken, Kaiserslautern und wieder zurück. Ja, das sind so über 30 Kilometer. Schöne Sonntag-Frühtour, immer gut im Schatten. Was man bei dem Wetter braucht. Das war's. Bis später. So, das ist unser Treffpunkt für heute früh. Und schauen wir mal, wann er kommt. Ist jetzt 8:18 Uhr. Er wollte so gegen 8:30 Uhr hier sein. Okay, bis später dann. Ich hab mir es doch gedacht, Guten Morgen. dass der Kollege sich quält und früher da ist. Guten Morgen. Das war jetzt anstrengend. Tja, das glaube ich dir. Das glaube ich dir. 20 Minuten. Ja. Das brauche ich ja der Bärsch nicht mehr. Die Oberschenkel, boah, leckt mich am Arsch. Aber warum fahrst du danach so schnell? Du hast ja doch Zeit. Ich bin ja gar nicht schnell gefahren. Hast du noch 10 Minuten Zeit? Ich fahre nochmal retour. Mann, oh Gott, jetzt drehe ich mich auf die Abfahrt. Ohne Tritt, ey.
Ja, machen wir. Aller gut. Nee, ich hole ihn. Ja, auch gut. Das ist zu schnell für die Abfahrt.
So, hier fahren wir jetzt durch das sogenannte Schweinstal. Da kommen wir noch beim Pickard vorbei. Ein Sandsteinbruch, die machen auch Skulpturen. Und die Temperatur ist genial, oder? Ja, einwandfrei. Ja. Jo, und das ist dann die Verbindung Richtung Geidersbach. Und dann geht's wieder bergrunter Richtung Hohenegg. Bis später. Das heiße Wetter ist das hier eine wunderbare Tour. Feuchtes Tal im Schatten, moderate Steigung, einwandfrei. So, den Anstieg haben wir jetzt geschafft. Eine Trinkpause. Dachten jetzt sich, dass Donnerstag noch eine Knurre ist. Och jo. Oberschenkel tun weh. Ja. Puh. Ja gut, ich muss jetzt auch Emo die heftige Steigung nicht halt auch runtergeschaltet. Nee, ich war nicht. Ah, jo klar. Ja. Ich jetzt auch. Nur dass ich halt vorne 70er blattern. Hast du den schon bestellt? Nee. Ich gucke mal daheim, was nur von meiner Kamera, ob ich nicht so weit habe. Ja, ich muss auch mal gucken. Es kann Sinn, dass ich noch eine habe. Ja. Das Problem war nur, die kriege ich immer im Sortiment, haben die unterschiedliche Biegungen. Ja. Okay. Ja. Da war der hat doch genau gepasst. Ja. Auf den anderen, wo ich auf der Alpha gebaut habe, der war schon mehr Grad. Aha. Okay. Da sieh ich dann schon an den Kleberändern. Das dann gar nicht. Nee. Ja, geht schon, aber. Voll, ja. Nochmal zu deinem, ich bin gestern oben um 9 raus und habe das Velo umgelegt und habe mal geguckt, vom Aha. Druck her. Ne? Also ich habe hinten noch 5,8 gehabt und fahre mit 6 Ns. Ja, und vorne, einer war bei 5,6 und der andere auch bei 5,8. Also wenn du dann 4 hast, dann stimmt was nicht. Das kann jetzt. Weiter geht's. So, dann melden wir uns später nochmal. Jetzt sind wir auf der alten Hohenegger Straße Richtung Kaiserslautern. Hier beginnt jetzt gleich eine sanfte, stetige Abfahrt.
So, sind wir hier in der Stadt, fahren jetzt Richtung Uni, machen Frühstückspause. Bis später.